Wenn du jemand bist, der im Gedankenkarussell gefangen ist, der morgens aufsteht und nachdenkt, der zur Arbeit fährt und nachdenkt, der auf der Arbeit ist und nachdenkt und ins Bett geht abends und nachdenkt, dann schau dir dieses Video an, denn ich kenne das zu 100% von mir. Ich habe jahrelang genauso gelebt, jeden Tag von morgens bis abends. Wusste nicht, wie ich da rauskomme. Mein Geist, mein Verstand, meine Gedanken, wie auch immer wir es nennen wollen, war in keiner Sekunde ruhig. Und ich musste für mich enorm lernen, wie ich damit umgehen kann und was ich tue oder tun muss, damit sich das ändert. Wenn das also Themen bei dir sind und wenn du denkst, oh ja, damit kann ich mich identifizieren, dann schau dir dieses Video an, denn hier in diesem Video geht es genau darum. Also, zuallererst mal unser Verstand, nennen wir es Verstand an diesem Punkt, wofür ist er da? Was ist der Zweck? Unser Verstand ist dafür da, um uns zu dienen. Unser Verstand ist ein wundervolles Werkzeug, was wir im Laufe der Evolution bekommen haben, um es zu nutzen, um planen zu können, um Werkzeuge zu entwickeln, um Muster im Außen zu erkennen, um Dinge in die Zukunft planen zu können. Oder aus der Vergangenheit beispielsweise zu lernen. Und das ist aus evolutionärer Sicht ein unglaublicher Fortschritt gewesen, ist es natürlich immer noch, dass wir ihn haben. Jetzt sieht es so aus, dass wir hier in Deutschland, und mit hoher Wahrscheinlichkeit wohnst du in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, sehr intellektualisiert sind. Wir leben hier im Westen in einer Leistungsgesellschaft, sind sehr gepolt auf Leistung, sehr gepolt auf Erfolg und sehr gepolt auf mehrere Bereiche, wofür wir unseren Verstand umso mehr brauchen als jemals zuvor in der Geschichte. Wenn du also jemand bist, der extrem viel nachdenkt, dann mach dir jetzt erstmal keine Vorwürfe, sondern das spricht natürlich auch erstmal für deine kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, das Erste, was du machen solltest, ist, klopf dir auf die Schulter, denn es gibt genügend da draußen, die diese Fähigkeit zwar haben, aber nicht nutzen oder noch nicht für sich entdeckt haben. Ne? Zumal es einer der Grundgedanken ist der kompletten Aufklärung. Immanuel Kant hat mal gesagt: Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Es ist einer der Grundgedanken ist der Aufklärung und genau das ist, wie es eigentlich sein sollte, und zwar nicht alles blind abzunicken, nichts zu hinterfragen und sich alles anzunehmen, weil er das sagt, weil die Institution das sagt, weil der Chef das sagt, weil der Lehrer das sagt oder sonst wer, sondern offensichtlich bist du jemand, der sich auch eigenständig Gedanken machen kann und eigenständig Sachen hinterfragt, was dich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hier auf diesen Kanal geführt hat. Also auch an diesem Punkt wieder, klopf dir erstmal auf die Schulter, das ist eine super Sache, mach dich nicht fertig deswegen. So, und eventuell, wenn du ein Kopfmensch bist, setzt natürlich jetzt in diesem Moment vermutlich oder eventuell wieder deinen Verstand ein und wird sagen, ja, das macht Sinn, Patrick, was du gesagt hast, aber ich leide daher drunter und ich will das ja gar nicht und so weiter. Das heißt, dein Verstand sucht schon wieder aktiv nach Argumenten, die gegen das sprechen, was ich eben gesagt haben könnte, unter Umständen. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Punkt, worauf ich hinaus will. Denn sowohl so viel positive Aspekte, wie das haben mag, ne? Dass du frei denken kannst, dass du Dinge hinterfragen kannst, dass du nicht alles blind annimmst, dass du kognitiv sehr entwickelt bist und so weiter, so hat es natürlich auch seine dunklen Seiten, seine Schattenseiten. Die mögen zum Beispiel sein, dass du nur schlecht Entscheidungen treffen kannst. Aufgrund dessen, weil egal welche Entscheidung du treffen sollst, dein Verstand direkt anfängt, loszudenken und quasi virtuelle Pro- und Kontralisten erstellt, wo du denkst, ja, okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, das ist super, weil XYZ, aber ich muss natürlich auch daran denken, dass die Kontraseite XYZ, und dann wiegt man die ganze Zeit virtuell, also im Verstand ab, ja, okay, aber wenn ich das mache, dann passiert das, und wenn ich das mache, dann passiert das, und das hat zwar seine Vorteile, aber das hat ja auch wieder Nachteile, die das mit sich bringt. Und die Nachteile überwiegen dann die Nachteile oder überwiegen die Vorteile. Ich kann dich da gut verstehen, wenn
dem so sein sollte. Denn das ist charakteristisch für Menschen, die sehr viel im Kopf unterwegs sind. Und ich war einer davon und bin es stellenweise mit Sicherheit immer noch. So, das ist der Punkt. Aber es gibt Möglichkeiten, um dich da zu beruhigen, wie du da rauskommst. Wie genau das nicht mehr der Fall ist. Wie du dich davon befreien kannst. Punkt Nummer 1 ist, erkenne, dass dein Verstand ein Werkzeug ist. Im Normalfall solltest du die Instanz sein, die dieses Werkzeug ähnlich wie einen Hammer benutzt, damit du zu Antworten für dich selbst gelangst, die dir nutzen. Und nicht, es sollte nicht so sein, dass du die Instanz bist, die sich vom Verstand beherrschen lässt und quasi dem Verstand hilflos ausgeliefert ist und quasi jetzt da sitzt, als das, was du, das, was du als Mensch ganzheitlich bist und quasi deinen Verstand beobachtest und sagst, ah, okay, jetzt denkt er das, jetzt denkt er das, jetzt denkt er das und jetzt kommt der Gedanke macht Sinn, aber der Gedanke macht auch Sinn und ah, und quasi verwirrt bist. Weil dann haben wir genau den Punkt, dass du nicht deinen Verstand benutzt wie ein Werkzeug, sondern dich von deinem Verstand benutzen lässt. Das heißt, du wirst zum Sklave deines Verstandes, anstatt dass du der Herr deines Verstandes bleibst und ihn wie ein Werkzeug benutzt. Es gibt dieses wundervolle Zitat auf Englisch, Our mind is a beautiful servant, but a terrible master. Und genauso ist es natürlich. Das heißt, während wir in der Geschichte evolutionär gesehen unseren Verstand bekommen haben und der sich immer weiter ausgeprägt hat, auch neurobiologisch gesehen natürlich, da ist ja was passiert, biologisch gesehen in unserem Kopf, ist das mit vielen positiven Aspekten einhergegangen, aber oftmals gab es irgendwo einen Break, wo wir genau in diese Falle getappt sind, dass sehr viele Menschen, und ich war jahrelang einer davon, sich quasi von ihrem Verstand beherrschen oder benutzen lassen. So, das sollte natürlich nicht das Ziel sein, das sollte nicht der Weg sein und das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. So, das heißt, da müssen wir gucken, wie kommen wir da raus. So, und hier möchte ich dir in diesem Video ein paar kurze Ansätze nennen, wie du die Möglichkeit erlangst, daraus zu kommen. Das erste ist, werde zum Beobachter. Das heißt, du bist derjenige oder die Instanz, der seine Gedanken beobachten kann. Geh einmal in dich und gucke, ob du es hinbekommst. Sorry, ich habe mich verschluckt. Ich glaube, das waren die Mandeln vorhin. Du bist derjenige, der deine Gedanken beobachten kann. Das heißt, mach einfach mal den Versuch. Geh in dich, schließe die Augen und guck mal, ob du es hinbekommst, nur kurz, muss nicht lange sein, zu beobachten, was du denkst. Quasi so, wie als wenn du dir so, stell dir vor, kennst du das Intro von, ich glaube Star Wars war es, wo dir so die Sterne entgegengeflogen kommen? So, ich werde mal gucken, ob ich sowas finde, wenn ja, blende ich es hier ein. Du bist das Schwarze. Du bist die Nacht, du bist der Himmel. Und die Sterne sind deine Gedanken. So, und die kommen dir jetzt entgegengeflogen. Was du jetzt machen musst, ist, du musst die Identifikation kappen mit den Sternen. Du musst die Identifikation kappen mit den Gedanken. Das ist enorm wichtig, denn das ist der erste Schritt, um aus dieser Gedankenspirale und dieses Gefangensein aus dem Gedanken herauszukommen. Was nämlich in der Regel passiert, ist Folgendes. Du bist zwar die ganze Zeit diese Instanz dahinter, dieses Bewusstsein, diese schwarze Fläche, der Himmel, und hast deine Gedanken, aber was oftmals Kopfmenschen nicht machen, ist, die Gedanken anzunehmen und zu akzeptieren und genau wie die Sterne an sich vorbeiziehen zu lassen. Im Sinne von, ah, da kommt ein Gedanke und, oh, spannend, da ist der nächste Gedanke. Ja, guck mal, da kommt wieder ein Gedanke und, oh, ein Gedanke. Das machen viele Kopfmenschen nicht, sondern was viele Kopfmenschen machen ist, da kommt ein Gedanke, zum Beispiel, was möchte ich denn heute essen? Und anstatt dass der Gedanke quasi, wie der Stern symbolisch gesprochen, an dir vorbeizieht, so, und du hörst in dich rein und denkst, ach Mensch, heute habe ich Lust auf Reis und Gemüse, kommt dann der Gedanke und man hält ihn fest.
So, du krallst dir den Stern und hältst ihn fest. Das heißt, was quasi passiert dahinter ist, da kommt dieser Gedanke, was möchte ich denn heute essen? Und er zieht nicht an dir vorbei, du hörst nicht in dir rein, oh, darauf habe ich Lust, sondern du hältst den Gedanken fest und er ist in deinem Kopf. Und dann kommt, boah, ich hätte heute richtig Lust auf Currywurst-Pommes. Aber Currywurst-Pommes ist ja nicht so gesund. Und eigentlich wollte ich ja abnehmen. Wenn ich jetzt Currywurst-Pommes esse, dann wird sich das vielleicht jetzt gut anfühlen, aber eigentlich bin ich ja auch auf Diät und damit würde ich ja meine Diät brechen. Und wenn ich die Diät heute brechen würde, dann würde ich die morgen wahrscheinlich nicht fortsetzen. Ist das denn so klug, wenn ich das jetzt mache? Oh, dann wäre ich ja total triebgesteuert. Aber trotzdem habe ich ja Lust darauf und man sollte das Leben ja auch irgendwie genießen. Aber wenn ich das Leben genießen soll, dann muss ich doch auch mal das machen, worauf ich Bock habe. Dann sollte ich vielleicht doch die Manta-Platte essen. So, aber das passt ja überhaupt nicht zu meinen Zielen. Und es gibt ja so viele Menschen, die sagen, man soll seine Ziele verfolgen und so weiter. Und was wird das über mich aussagen? Bin ich überhaupt nicht konsequent genug? Habe ich keine Disziplin, wenn ich jetzt darauf höre, worauf ich Lust hätte? So, ne, genau das ist das, was viele Kopfmenschen dann machen. Und wie du vielleicht hörst, ich würde das niemals so gut imitieren können oder so, wenn ich nicht selbst mich enorm gut da reinfühlen könnte. Also ich weiß, wovon ich spreche. So, das ist der Punkt. So, das hängt aber nur damit zusammen, dass du die Identifikation nicht gekappt hast zu deinem Verstand. Du hast noch nicht erkannt, in den meisten Fällen, dass du dieser schwarze Raum bist, dass du der Himmel bist, sondern die Identifikation mit dem Stern ist noch da. So. Was jetzt passieren muss, ist, du musst erkennen, als allerersten Schritt, dass du nicht der Stern bist, du bist nicht der Gedanke, sondern was passiert ist, du akzeptierst, dass diese Gedanken da sind, aber lässt vollkommen los diesen Drang danach, diese Gedanken festzuhalten und zu Ende denken zu müssen. Das heißt, du lässt los und kommt der Verstand und zieht an dir vorbei. Kommt der nächste Gedanke, zieht an dir vorbei. Der nächste Gedanke, zieht an dir vorbei. Du lässt los. Das ist enorm wichtig, denn wenn du dich wirklich entwickeln willst, spirituell gesehen oder auch menschlich gesehen, dann funktioniert das nicht ausschließlich über den Verstand. Das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, denn wir kommen nicht über das Denken zum Sein. Es gibt einen anderen wundervollen Satz auf Englisch, der heißt: Intellect can bring us to the door, but it won't take us into the house. Und ich möchte hier an dieser Stelle, denn du bist ja wahrscheinlich ein Kopfmensch, sonst hättest du das Video nicht bis hierhin gesehen, ein kleines Gedankenexperiment machen, denn auf der einen Seite fütter ich damit jetzt deine Gedanken, aber auf der anderen Seite hast du ja diesen kognitiven Kanal und darum möchte ich dich da kognitiv auch abholen. Wenn es wirklich der Verstand ist, der so wichtig ist und den man nicht loslassen darf, um wirklich zu wachsen, dann müsste es sich ja folgendermaßen verhalten. Und zwar, die Menschen, die das meiste Wissen haben, müssten denn ja gleichzeitig auch die Menschen sein, die am erfülltesten sind. Wenn es wirklich der Verstand ist, der uns hilft, uns als Mensch oder spirituell enorm viel weiterzuentwickeln, dann müssten die glücklichsten Menschen ja beispielsweise Professoren sein. Es müsste ja eine direkte Kausalität geben, es müsste einen direkten Zusammenhang geben zwischen dem Grad des Erfülltseins von Menschen und dem Grad des Intellekts von Menschen. Ja, und dann müsste man hier oben die Professoren haben, der meisten Ansammlung des Wissens, das sind dann die glücklichsten Menschen. Und dann, je nachdem wie viel Wissen ein Mensch hat, müsste er unglücklicher werden. Aber in dem Moment, wo ich das jetzt so mit dir teile, merkst du, wie paradox das ist? Es verhält sich ja nicht so. Und vielleicht wirst du auch Beispiele kennen aus deinem eigenen Umfeld, wo sich das sogar genau gegenteilig verhält. Wo Menschen mit dem meisten Wissen offenbar alles andere als am glücklichsten sind, sondern manchmal sogar am unglücklichsten. Eventuell kennst du sogar Sätze, die im Volksmund gesagt werden, die genau auf das andere Extrem hinweisen. So, oder Sätze im Sinne von, ja,
Ich wünschte, ich wäre dumm, dann wäre ich auch glücklicher oder hätte mehr Leichtigkeit oder sonst was im Leben. Und das wiederum ist auch nicht ganz korrekt, denn es gibt einfach keinen direkten Zusammenhang zwischen Intellekt und Erfüllung. So, das heißt Folgendes. Es ist super, dass du deinen Verstand hast. Denk an die Sachen, die ich am Anfang des Videos gesagt habe. Du kannst dich damit enorm von vielen anderen Menschen abheben oder absetzen. Das ist eine total positive Sache. Du kannst Sachen für dich logisch hinterfragen. Du kannst in die Zukunft planen. Du hast die Fähigkeit, Gedanken zu Ende zu denken. Du hast die Fähigkeiten, Pro- und Kontraseiten zu sehen. Du hast die Fähigkeiten, Sachen zu hinterfragen, die andere blind annehmen würden, die nicht so eine kognitive Fähigkeit haben. Das sind alles Aspekte, die super sind. Deshalb verteufel dich nicht dafür, sondern sei dankbar dafür, dass du diesen Verstand hast. Was jetzt passiert, warum du gerade dieses Video schaust, ist, wir müssen dich auf das nächste Level bringen. Wir müssen dich auf die nächste Ebene bringen. Und jetzt, wo du deinen Verstand so unglaublich entwickelt hast, müssen wir die Identifikation damit wieder kappen. Das heißt nicht, dass du deinen Verstand verteufeln sollst. Das heißt nicht, dass du dich von deinem Verstand trennen sollst. Das heißt nur, dass du dich auf einer spirituellen Ebene einen Schritt weiterentwickeln sollst und die Identifikation mit dem Verstand kappen. Denn du bist nicht dein Verstand. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht die Sterne, symbolisch gesprochen, die dir entgegenfliegen. Du bist der große, weite Raum dahinter. Du bist der Beobachter. Du bist derjenige, der guckt und sagt, ah, ein Stern. Ah, noch ein Stern. Ah, oh, das ist ein spannender Gedanke, da denke ich kurz drüber nach. Und jetzt lasse ich ihn wieder los. Ja, und da kommt der nächste. Und wieder einer. So, das ist das, was du in letzter Instanz bist. Und darum finde ich es auch so amüsant, sage ich mal, wenn, ich habe ja auch viel mit Akademikern zu tun, wenn die den vollen Fokus immer auf Wissen setzen. Es geht... Für viele geht es dann nur um Erkenntnis, nur um Wissen, nur um Anhäufung des Wissens. Und oftmals stelle ich dann fest, dass gerade diejenigen oftmals sehr verbissen sind. Gerade diejenigen sind dann sehr aktiv in den sozialen Medien und ich sehe sie alle 2 Stunden in irgendeiner Diskussion, wo sie sagen, nein, das ist falsch, weil... Und dann kommen Kontragründe und dann kommt der Nächste, der unglaublich belesen ist und sagt, nein, das kann doch gar nicht sein, weil... Und dann gibt es da endlose Diskussionen und wie gesagt, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Der Punkt ist aber... Du bist weit mehr als dein Verstand. Und wenn du wirklich erfüllt werden willst, wenn du wirklich ankommen willst, wenn du wirklich glücklich werden willst, dann ist das der nächste Schritt, dass du aufhörst, ausschließlich deinen Verstand zu füttern, an den Gedanken festzuhalten, sondern beginnst, die Trennung zu sehen und zu akzeptieren und anzunehmen zwischen dir als Bewusstsein, zwischen dir als den großen Raum dahinter, als die große Fläche, auf dem diese Gedanken einfach stattfinden. Du bist quasi der Fernseher, du bist aber nicht der Film. Du bist die Instanz, auf dem der Film läuft. Aber dem Fernseher ist es egal, ob da jetzt gerade eine Komödie läuft oder vielleicht ein Horrorfilm läuft oder vielleicht ein Thriller läuft. Das heißt nicht, dass das nichts mit dir macht. So, wenn da ein Horrorfilm läuft, dann hast du vielleicht natürlich ängstliche Gedanken. Wenn da eine Komödie läuft, dann hast du vielleicht lustige Gedanken. Aber du bist immer noch die Instanz dahinter. Du bist die Instanz dahinter. Und du hast als Mensch die Fähigkeit zu entscheiden, an welchen Gedanken oder an welchen Gefühlen du jetzt festhalten möchtest und welche du loslässt. Und der erste Schritt für die richtige Entwicklung ist genau das zu kappen. Und wenn du jetzt denkst, Alter, das klingt mega spannend. Dann sei gesagt, genau dafür habe ich die letzten 6 Monate Tag und Nacht gearbeitet, um ein Programm zu entwickeln, wo du unter anderem das in letzter Instanz lernen wirst. Denn das ist ein Schritt zur Erfüllung. Das ist ein Schritt, um wahrhaftig anzukommen als Mensch. Und wenn du das Gefühl hast, das könnte was für dich sein, dann denk nicht zu lange drüber nach. Sondern klick hier unter diesem Video auf den Link. Da findest du einen Link zum Life Transformation Coaching. Schau dir dieses Video an, was auf der Seite ist. Das geht 25 Minuten. Du kannst es weder vor- noch zurückspulen. Es ist wichtig, dass du dieses Video dir komplett ansiehst. Und wenn du dann glaubst, das ist es, dann trag dich ein, melde dich bei mir und ich werde dich persönlich anrufen. Wir werden miteinander sprechen und schauen, wie und wann wir beginnen können, zusammenzuarbeiten und dich dorthin zu bringen, wo du eigentlich hin möchtest. Genieß deinen Tag,
Mach es gut. Liebe Grüße, bis dahin.